Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind mit Geralt im Süden, in Toussaint. Es ist Mittag, die Sonne scheint, das Haar sitzt. Geralt hat seine Sonnenbrille aufgesetzt und wir sind mittendrin in einem klassischen Hexerauftrag, könnte man sagen. Denn ein Monster bringt Leute um. So weit, so bekannt. Wir werden mal schauen, ob das wirklich alles ist. Es ist zu bezweifeln. Ansonsten muss ich sagen, ach, diese Landschaft, diese Atmosphäre, diese Stimmung hier ist schon mal großartig. Was mir besonders gut gefällt, wie kultiviert sich diese Menschen hier ausdrücken. Und was für eine welche hohen moralischen Ansprüche sie so haben. Mal sehen, ob alle so ticken. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Ein Ritter ohne Rast. Sag mal, will er da jetzt zu Fuß hochlaufen? Sein Pferd hier stehen lassen? Das machen wir aber nicht mit. Stellt euch das mal vor, in dieser Hitze, mit dieser schweren Rüstung, jetzt hier. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du Anarietta Bericht erstatten. Anarietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Okay, hier ist mein Pferd. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Toussaint. Gnädige Herrin soll einen Mörder aus dem Norden angeheuert haben, der sich um das Biest kümmert. Sind unsere Männer denn nicht tapfer genug? Natürlich sind sie das. Aber Tapferkeit alleine reicht nicht. Das Biest verfügt über dunkle Kräfte. Da braucht man einen Hexer. Oder Magier. Okay, die wissen ja schon richtig Bescheid. Lass uns mal hier umschauen. Das sieht doch wirklich faszinierend aus. So ganz anders. Sehr lebendig hier alles. Was haben wir hier? Was gibt's da so zu lachen? Gesucht. Mörderische Wandergilde. Mitglieder. Antoine Sternbring Straggen. Loth alias Halbblut, Philibert Vierfinger von Wittan. Okay, das klingt so, als wären dabei. Unsere Ritter sollten sich mal lieber um die Wandergilden kümmern, anstatt auf Turnieren herumzustolzieren. Ah, das sind die Wandergilden. Warte mal. Es klingt so wie Wandergilden, aber Wandergilde, was ist das denn überhaupt? Na, auf jeden Fall klingt es so, als ob es keine Banditen von hier sind, sondern aus Velen. Was ist das? Zum Basilisk, okay, so heißt dieses Etablissement. Schauen wir mal. Offenbar hat es nicht den besten Ruf. Also sowas. So, was machen wir? Wir gehen rein. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch, es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass sie das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch. Und da Ritter de Perrac-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac-Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Ja gut, morgens kann das schon mal passieren, dass der Himmel rot vor Glut ist.
Muss früh am Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja. Was hast du gesehen? Aber komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen, die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin, so schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal. Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Okay, also dekadenter Adel und ein Volk, das einfache Volk, das frustriert ist und zwischendrin ein vermeintliches Monster. Das scheint so ein bisschen die Konstellation zu sein, die uns hier erwartet. Sagen Sie sonst noch was über das Biest, abgesehen von der Strafe der Götter? Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Tage der Schutzheiligen, okay. Was auch immer das ist, aber das deutet auf diesen traditionellen Pfad hin, von dem man möglicherweise abgewichen ist. Und wenn es Adlige sind, könnte es ja auch damit zusammenhängen, dass die irgendwie besondere Dekadenz gezeigt haben. Interessant. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Oh mein Gott. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher, bis später, Milton. Und viel Glück. Oha. Okay. Hörst du das? Bianco müssen Was wir. Hast du
heute vor? Wein trinken und im Heu toben? Gottfried und der Ritter zum Schach nehmen mal mit. Aha, das ist ein Zolleintreiber. Eine ausgewogene Partie, das muss ich zugeben. Was liegt da noch oben hinter ihm? Achso, das ist eine normale Kiste. Kommt der her? Ist das das Klo oder was? Ach nee. Es ist nur ein Balkon. Na gut. Was ich nicht verstehe, warum hier wirklich sämtliche Bilder schief hängen. Ich meinte, so viel Stil und Anstand sollte doch sein, gerade in Toussaint. Es gibt hier auch einen Wirt. Was hast du heute vor? Wein trinken und im Heu toben? Tja, normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche habt ihr keine Ahnung. Wahrscheinlich. Okay, gegen ihn kann man auch Gwyn spielen. Aber wir werden nur Gwyn spielen, wenn es irgendwie eine besondere Quest ist. Aber einfache Spiele machen wir jetzt nicht mehr, außer es gibt auch hier irgendwie ein Gwyn-Turnier. Aber wir fragen mal nach Gerüchten. Gibt es Gerüchte? Haben die Fischer irgendwas Interessantes zu berichten? Ja, über einen Nordling, der Langusten durch Hecht ersetzt. Das war eine ernsthafte Frage. Und eine taktlose. Ich belausche meine Gäste nicht und verrate sicher nichts weiter, falls ich doch etwas höre. Okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. Wir wollen mal gucken, ob er irgendwie besondere Sachen hat, aber das scheint nur, naja gut, ich meinte, kulinarisch scheint das ein bisschen besser zu sein. Oh, Bœuf Bourguignon, Baguette mit Fischpaté und so, das klingt natürlich alles hervorragend. Flamiche, Honigcroissant, Hühnerleberpaté, oh Gott, okay, Entenconfit, das ist sehr schön. Aber ich denke, wir werden nichts davon kaufen, aber gut zu wissen, dass hier so ein erlesener Geschmack herrscht. Danke, bis dann. Gut. So, das ist aber ein normaler Hahn, so wie es aussieht, kein Basilisk. Mal sehen, ob wir die Dame draußen noch treffen. Oh, so ein Pech. Der Schein kann trügen, Hexer. Vorsicht. So, hier sehe ich niemanden. Aber was wir hier sehen, ist ein Anschlagbrett und das gucken wir uns natürlich auf jeden Fall genauer an. Also, Erlaubnis zum Kauf gesucht. Nach Minister Tremblays unglaublichen Dekretentwurf, der das Betreten des Gefängnisgeländes verbietet, möchte ich gerne eine Zugangserlaubnis kaufen. Ich bin kein Familienmitglied, denn es ist mein Freund, der seit einem halben Jahr im Gefängnis ist und wir können uns nicht so häufig sehen, wie wir gerne wollen. Wer schon mal einen Freund hatte, weiß, was ich meine. Lorraine Titois. Gut, hier sind tatsächliche Aufträge. Gesucht der weiße Wolf. Was? Der Hexer Geralt von Riva, auch als weißer Wolf bekannt, wird als Führer gesucht. Sein potenzieller Auftraggeber garantiert einen ansehnlichen Lohn für diesen ungewöhnlichen Auftrag. Weitere Informationen erhält er im provisorischen Basislager von Graf Beledal in Toussaint. Aha, das hatten wir auch noch nie, dass wir direkt auf diese Art und Weise persönlich angesprochen werden. Hinweis, wir suchen alle anderen Personen höflich, aber bestimmt sich nicht im Basislager als Geralt von Riva zu präsentieren. Graf Beledal ist nicht von gestern und kann rasch beurteilen, wer ein Hexer ist und wer nicht nur so tut. Die lustigen Zeitgenossen, die ins Lager reisen, um abgerissene Kleidung und Holzschwerter vorzuzeigen, sparen sich besser den Weg. Aha, sehr gut, nehmen wir mit. Notiz des herzoglichen Kämmerers. Aufruf an alle fahrenden Ritter und andere Kämpfer. Das Herzogtum braucht euch. Eure Hilfe ist gefordert. Es winkt eine großzügige Belohnung. Näheres erfahrt ihr beim herzoglichen Kämmerer am Ritterruhplatz. Nehmen wir auch mit. Ankündigung der Generalprokuratur des Herzogtums Toussaint. Hiermit kündigt die Generalprokuratur eine beschränkte Auktion hinsichtlich des Verkaufs einer bebauten Liegenschaft mit zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen in der Region des Caroberta-Waldes an, die nach dem Tod des Grafen Crespi in den Besitz der herzoglichen Schatzkammer übergegangen ist, da dieser keinerlei Erben hinterlassen hat.
Da das Anwesen Belgard etwas Besonderes ist und eine wichtige Rolle in der Weinherstellung spielt, die dem Herzogtum in aller Welt viel Ruhm einbringt, erhalten nur Bürger des Herzogtums Toussaint die Erlaubnis, an der Auktion teilzunehmen. An alle fahrenden Ritter und andere Gerüstete verbreitet die Kunde, dass die Dienste von freiwilligen Ordenshütern gesucht werden. Bei der Übertragung der oben genannten Liegenschaften wird mit kleineren Problemchen gerechnet, die den Einsatz von direkter körperlicher Gewalt notwendig machen. Alle Freiwilligen werden gebeten, sich beim Büro des Prokurators von Toussaint in der Nähe des der Plegmont-Brücke zu melden, wo auch die Auktion stattfinden wird. Okay, klingt auch vielleicht nach einem Auftrag. Das große Gewinnturnier, okay, es gibt doch ein Gewinnturnier von Beauclair. Das große Gewinnturnier von Beauclair. Graf Mounier freut sich sehr, ein von ihm organisiertes Gewinnturnier ankündigen zu dürfen. Wer an dem Turnier teilnehmen möchte, möge sich in der Fasanerie anmelden. Bitte beachtet, dass an diesem Turnier eine neue Fraktion teilnimmt, die von Graf Mounier selbst entwickelt wurde. Mögen die Spiele beginnen. Oh mein Gott, es gibt neue Karten. Gut, dann werden wir also doch wieder Gewinnt spielen. Und wir merken uns, welche Leute das tun. Den Wirt hier können wir uns direkt schon mal merken. Auftrag für Hexer, Karawanen-Eskorte. Die Böttcherzunft von Beauclair sucht eine oder mehrere Personen, die willens sind, eine Händlerkarawane durch ein Gebiet zu geleiten, das vom großen weißen Schrecken bedroht wird. Weitere Informationen bei Gaston Le Goff im Händlerlager im Wald nördlich des Coronata-Weinguts. Maugrim Paulin, Untersekretär für Bedrohungs- und Risikohandhabung, Böttcherzunft von Beauclair. Sehr schön, wow. Herzogliche Beamte sucht Hilfe. Da könnte es was zu verdienen geben. Rot, weiß und ja, Geralt. Okay, ich würde sagen, wir lassen erstmal die ganzen Quests jetzt durchlaufen und schauen einfach mal hier runter. Genießen die schöne Sicht auf die Landschaft. Da oben wahrscheinlich ein zentraler Ort, der zentrale Ort, beziehungsweise das Schloss. Der Ort liegt irgendwie so links davon. Hier so kleine Güter zwischendurch. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, werden wir als nächstes uns mal auf der Karte anschauen, wo jetzt die Dinge sich alle befinden. So, also, das ist Corvo Bianco. Das ist wirklich sehr nah bei. Hier oben haben wir einvernehmlich trifft dich mit Kaufleuten. Okay. Das ist dann Ritter zu Diensten. Das ist die Beauclair-Geschichte. Hier haben wir Großwildjäger. Und hier haben wir die Auktionsgeschichte. Na gut, ich würde sagen, weil es nun jetzt wirklich direkt hier auf dem Weg liegt, werden wir dann erstmal nach Corvo Bianco reiten und die Leiche untersuchen, bevor wir irgendetwas anderes tun. Aber wir müssen dazu erstmal wieder runterlaufen, denn Plötze ist noch da unten. Die gnädige Herr soll ein... Warte, ist Plötze hier hochgekommen? Okay, fein gemacht. Na gut. Dann ist ja alles bestens. Bursche, lauf mir doch nicht ins Pferd. Hexer oder Magier. So, dann überqueren wir mal diese Brücke. Aber muss sagen, ich meinte, ein bisschen brüchig sieht das hier auch alles aus. Schaut euch das mal an, so richtig top in Schuss. Auch wenn es jetzt hier keine Kriegsruinen gibt, ist das Land nicht, ne? Ich meine, das ist hier eine zentrale Brücke in Richtung der Hauptstadt. Schon etwas merkwürdig. Wow. Diese Landschaft. Man mag gar nicht schnell reiten. Wahnsinn. Und hier die Ritter, die es beschützen. Hervorragend. So, wir sind dann auch gleich in Corvo Bianco, wie es aussieht. Mal gucken, wo der Abzweig ist. Ich denke, das könnte er hier schon sein. Kampf lernen. Ich muss mich beeilen. Oh. Okay. Was ist denn hier los? Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein.
war da? Okay, wir untersuchen erstmal, bevor wir jetzt hier panisch rumlaufen. Mit einem einzigen Hieb getötet. Oh, der könnte im Keller unten sein. Die Kehle wurde aufgerissen von einem etwa menschengroßen Gebiss, abgesehen von der Länge der Eckzähne. Okay, ein Vampir? Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Massakriert. Es war ein Vampir, aber keine Ekima. Und auch kein Flatterer. Es muss eine Bruxa gewesen sein. Eine Bruxa. Okay. Wenn er das schon weiß, sollten wir uns das auch mal genau anschauen. Bruxa. Sind das Vampire? Ja. Gut. Mondstaub, Vampiröl, schwarzes Blut und Erden ist das, was wir brauchen. Dann würde ich sagen, rüsten wir uns mal so aus. Erstmal Vampiröl. Dann gucken wir mal nach Mondstaub. Und schwarzes Blut klingt wie eine gute Idee. Das nehmen wir mal rein statt Donner. Schwarzes Blut und Mondstaub könnten Lebensretter sein. Genau, Geralt. Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Es muss im Keller sein. Haben wir noch was Neues? Klauenspuren. Fünf einzelne Krallen. Die Größe entspricht der einer kleinen Menschenhand. Okay. Fußspuren von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Von der Treppe gefallen, hat sich das Genick gebrochen. Dann folgen wir den Fußspuren. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Gott, wie viel das Viech hier umgebracht. Oh, wir sind... Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Ach! Ich weiß, was du bist. Aber warum hast du die Leute umgebracht? Wegen ihres Blutes jedenfalls nicht. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Ich kann dich nicht gehen lassen. So, dann nehmen wir mal das Blut. Und nehmen wir mal den Mondstaub. Ah, okay, es war schon mal nicht gut. Erden wird wichtig sein. Ja, so nicht. Komm. Ah! Falsche Richtung, ey. Ich muss sie. Na, schlecht. Okay, das funktioniert so nicht. Ja, wir kriegen sie auch konventionell. Ja, jetzt haben wir es. Mhm. Wir machen mal Falle. Komm rein hier. Okay, nicht so gut. Na
kommen wir mal rein in die Falle. Okay, Erden ist nicht super überzeugend, ehrlich gesagt. Aber wir kommen zurecht. Oh, sie weicht aber gut aus manchmal, ne? Wahrscheinlich rettet uns schwarzes Blut, weil das, glaube ich, auf sie Schaden macht. Ja. Das war's. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Tja. Unser Auftrag direkt schon erfüllt hier. Am ersten Tag. Vampir, Vampir, Vampirkram. Wir müssen natürlich den Tisch untersuchen. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Na gut, beginnen wir mit der Untersuchung. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Was? Im Hals? Nilfgaardische Florin, aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Okay, das war jetzt meine nächste Frage. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Bruxa die Bestie schon gewesen ist, aber offensichtlich nicht. Aber was hat die Bruxa denn hier gewollt? Eine dritte Hand. Ersatzteil. Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Spannend. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Ja. Gute Idee, wie mir scheint. Faszinierend. Und ich muss zugeben, trotz des 50-50-Urteils, mir gefällt Geralt mit der Brille ehrlich gesagt richtig gut. Zumal er selbst, ihr habt es vielleicht gemerkt, die Synchronstimme hat einen völlig anderen Ton als im Hauptspiel und in dem ersten DLC. Wirkt alles so ein bisschen, ja, noch distanzierter, so noch irgendwie abgefuckter, wenn ich das mal so sagen darf. Und als ob er eigentlich auch nicht mehr so richtig Bock hat. Und dazu passt irgendwie die Brille dann auch wieder ganz gut. Ah, ich würde sagen, wir nehmen nochmal die Wertsachen von den Leichen mit. Das ist quasi so das Alterswerk, was wir jetzt erleben. Gut, mehr gibt es hier erstmal nicht. So wie es aussieht, oder? Ne, da haben wir nichts übersehen. Hier waren wir noch nicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal.
hier noch was Spannendes ist. Im Übrigen, wenn ich das mal sagen darf, dieser Einsatz der Musik in dramatischen Momenten, den finde ich richtig effektvoll. Und wenn dann so in der normalen Erkundungsphase die Musik aufhört, ich bin sehr zufrieden nach wie vor mit dieser Entscheidung. Okay, liebe Leute. Wow, das geht ja hier richtig gut los. Ich werde mal überlegen, wie wir weitermachen. Schau mal, wohin uns jetzt der Weg führt. Aber vermutlich... Ach, das ist der Mantel. Ah, den hatte ich das letzte Mal gar nicht gesehen gehabt, ne? Doch. Wie auch immer. Also, hatten wir den untersucht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall werden wir uns kurz das Weingut nochmal anschauen und dann weiterreiten. Also, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwall.